Okay, es ist ein großes Etwas, was mit uns spricht und uns etwas verhöhnt. Ja, hallo. There are but two paths. Inherit the order of this world or destroy it. Only a true monarch can make such a choice. Very few indeed have come even this far. And yet your journey is far from over. Half-grown Hollow, have you what it takes? Truly? Young Hollow, seek after Venric. He who almost became a true monarch. The Venric is certain to guide your way. Fledgling Hollow, may we meet again? So. Das war's. Dieses Etwas. Ich nehme mal nicht vorweg, wer das ist. Einige werden es sicher wissen, die können es ruhig in den Kommentaren spoilern, wenn sie den Drang dazu haben. Wobei, mir schreibt hier kaum einer Kommentare. Ja. Ihn haben wir dadurch getriggert, dass wir das letzte Urleuchtfeuer entzündet haben. Er wäre also auch an allen anderen Urleuchtfeuern gekommen, hätten wir die zuerst als letztes entzündet. Also was ich gerade noch sagen wollte, früher haben, also im Original Dark Souls 2 stand Vengals Körper ungefähr hier. Und hat einen sofort ziemlich rasant angegriffen, wenn man diesen Raum betreten hat. So wie wir ihn vorhin schon bekämpft haben. Also das hier war echt früher eine linke Nummer. Jetzt haben sie ihn ja an einen sinnvolleren Ort gesetzt. Nicht mehr hier unten rein. Gut, wir entzünden jetzt endlich das Leuchtfeuer, richtig. Und können erstmal nach Majula zurückreisen. Seelen ausgeben. Also erstmal kurz rasten. In die Gegenstandskiste gucken, was wir so aussortieren könnten. Seele vom Freier, der Liebsten. Seele vom Freier, der Liebsten des Herzogs, Hüterin des sich windenden Überrestes. Der sich windende Überrest ist ein uraltes Ding, dessen Schatten über dem Land verharrt. Zunächst ergriff er ein einzelnes Insekt, dort dann wuchs seine Macht und er verschlang die kranken Seelen des Landes. Muss die besondere Seele der Hüterin, um zahlreiche Seelen zu erwerben? Ja. Den Rest des Textes kennen wir ja. Info verbergen. Die Sachen will ich nicht aussortieren. Wir haben einen Duftzweig über, den werden wir brauchen. Die würde ich genau sortieren. Die Münzen, die brauchen wir irgendwann später mal. So, waffenmäßig. Die Axt kann weg. Haben wir einen Kettenbrecher? Müssten wir theoretisch einen haben. Jo, kann der auch verkauft werden. Übrigens, Gavlan bleibt jetzt an dem Ort, wo Gavlan gerade ist. Also in den Toren des Pharos. Bauernhose, Königsschwertkämpfer, Falkner, das kann alles weg. Hier können wir den Finsterquarzring wegpacken und das Ritualband. Hier können wir den Gegenstand wegpacken. Und können zurück und zurück. Ja. Und können uns jetzt noch aufstellen. Ups, stimmt ja. Okay, hier hat sie nichts Neues zu sagen. Wir wollen erstmal aufsteigen. 3 Punkte in Stärke. Dadurch können wir jetzt endlich das Schild tragen, was wir tragen wollen. Und der Rest geht jetzt immer in Geschicklichkeit, weil wir haben jetzt so viel Stärke geboostet, dass wir unsere Geschicklichkeit eigentlich vernachlässigt haben. So.
Das heißt, theoretisch könnten wir uns jetzt den Turmschild schnappen. Und den upgraden. Gucken wir mal, wie gut er ohne Upgrade ist. Ist er schon mal ein Ticken besser? Erstmal will ich gerne wieder die Heidelanz, den Heidelspeer anlegen. Ja, 63,59% statt 55. Also genau 8% höher sind wir dann. Durch 6 Gewicht. Haben aber von Anfang an höhere Stabilität, haben allerdings, wie man sehen kann, nicht so gute Stats hier überall, außer bei Feuer. Allerdings haben wir jetzt einen schickeren Schild. So, den können wir gleich mal upgraden. Ja. Nicht weit, aber ein Stück. You've been well. Jo, kaufen wir mal bei ihr die Splitter. Visit me again. Das ist einer der Vorteile bei Dark Souls 2. Man muss nicht so viel grinden. So, einen Splitter brauchen wir noch, dann können wir den verbessern. Gut. Können wir etwas in Majula tun? Wir können noch einmal kurz mit der Smaragdbotin reden, denn jetzt sagt sie einen neuen Text auf, wenn wir mit ihr reden. Bearer of the curse. Seek souls. Seek the less. Okay, doch noch nicht. Ich dachte, sie sagt es jetzt schon. Ach nee, ich weiß, mit wem wir noch reden müssen. Jemand, der noch fehlt. Mit dir nicht. Du bist mittlerweile nur noch zum Schönstehen da. Ja, es gibt zwei Sachen, die wir jetzt noch hier zu tun haben. Nämlich, es wurde ein neues Leuchtfeuer entzündet. Machen wir Resümee. Letzter Riese. Lost Sinner. Rotten. Das war der Eisenkönig. Und das war jetzt die Drachenseele, genau. Das heißt, diese fünf haben wir schon mal hinter uns. Even butter? Ja, und er hat wieder denselben Text, dass neue Flammen erschienen sind. Jo. Da draußen scharren die Schweinchen. So, wir besuchen jetzt wieder Manskorpion Tag. Denn wir haben seinen Herrn besiegt. Und das interessiert ihn auch noch. So, das heißt Schattenwald, überschattete Ruinen. Und ja, wir könnten theoretisch jetzt ins Schloss Dragonlick vorstoßen. So. Du erstmal weg. Aber ich will erstmal mich um ein paar offene Enden kümmern. So. Also erstmal mit Manskorpion Tag reden. So. Hier raus, bevor wir verflucht werden. Den da töten. Das Ding zersteppern, dann ist es nicht im Weg. So, und Tag. Hallo Tag. Wieder auf den Ring des Geflüsters wechseln. What skill? You've defeated my master. But our master never dies, and he changes form, so that he may seethe for all eternity.
Brave human, you have yet to face your greatest perils. Take these. May joy await you at the end of your travels. Ja, zweiter Drachenring und der Schwarzskorpionstecher. I have no God, but still I pray that your Ja, und der Ring, den wir jetzt bekommen haben, ist richtig nice eigentlich. Er hat nur einen groben Nachteil. Erhöht TP-Ausdauer und maximale Belastung. Also ja, wir können mal kurz umschalten. Ja, er ist nicht besser, was die Belastung angeht, als der königliche Soldatenring. Er macht aber schon mal fast 100 Lebenspunkte und 10 Ausdauerpunkte. Hat allerdings einen sehr schlechten Nachteil. Er hat nur 25 Haltbarkeit, weswegen ich ihn auch nicht benutzen werde. Weil er zerbricht viel zu leicht und das kostet dann viel zu viel Seelen, ihn zu reparieren. So, von dir will ich nichts. Das war jetzt Tag. So, schnell raus hier zum Leuchtfeuer. Denn eigentlich sind wir hier auch fürs Erste wieder fertig. Für eine ganz lange Zeit, hoffe ich. So, wir gehen jetzt in den Wald der gefallenen Riesen zum Kardinalsturm. Ja, die lustige Stelle hier. Müssen wir hier runterrutschen. Die Jungs hier sind kein Problem mehr. Oh, der droppt ein Bastardschwert. Nett. So. Ich weiß jetzt gerade nicht. Feuer bist du schlechter, aber wir sind schneller mit dir und die Ausdauer regeneriert sich besser. Das ist gut. So, holen wir erstmal den Eisentracht-Soldaten, den Eisentracht-Ritter wieder hier hoch. Dass der nicht unbedingt in unserem Rücken ist. So. Ja, das Flammeninferno. Da wollen wir jetzt hin. So, und das habe ich schon mal erwähnt. Da kommt wirklich keine Sau drauf. Das hier ist eine Türe aus dem Eisenschloss. Und die führt uns geradewegs ins Inferno. Oh, hi. Ja. Nämlich zu den Gesellen hier. Die super aggressiv sind. Vor allem, weil uns der eine da hinten bespuckt. Au. Ich möchte eigentlich eher, dass der da zu mir kommt. So, dass wir ihn leicht pieksen können. Die Viecher sind nämlich sehr gefährlich. Ja, man merkt's. Oder?
Jo. Wenn sie spucken, sind sie vor allem gefährlich. So wie der gerade hier den Drang hatte zu spucken. So. Was zum Heilen?